Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zu Gasp Gaming ABZ Projekt. Heute mit They Are Billions. They Are Billions ist ein Zombie-Survival-Aufbaustrategie-Spiel. Im Endeffekt baut man sich selber eine Siedlung und man muss halt die von Zombies, die entweder auf der Map schon sind, verteidigen und oder von Wellen abhalten, die halt kommen. Und das ist nicht einfach, muss man sagen. Ich habe es zuletzt 2020 gespielt. Also ist schon ein bisschen was her. Ich weiß nicht mehr so 100%, wie alles funktioniert, aber das kriegen wir schon wieder hin. Tatsache, ich wollte sowieso mal wieder reingucken. Von daher werden wir das jetzt einfach mal machen. Ich werde auf Mittel auf jeden Fall so spielen. Es gibt halt mehrere verschiedene Karten. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es gibt verschiedene infizierte Bevölkerung, die man auswählen kann, und dann der Multiplikator sagt im Endeffekt aus, wie gut, wie schwer das ist. Tatsache ist, man kann sehr schnell hier am Arsch sein, wenn man nicht richtig haushaltet mit seinen Sachen, und ich fürchte, das wird bei mir der Fall sein. Okay, das Gute ist, wir haben hier schon mal Wald. Wir haben hier einen Soldaten, der ist an sich ziemlich krass. Der hat mehrere Vor- und Nachteile. Also das Gute ist, der Soldat macht eine Menge Damage. Yes, great. Okay, but it's gonna cost you double. Aber ist okay. Halt laut. Okay, it's gonna cost you double. Is that heißt, so boring. Roger that. Man muss da ziemlich mit aufpassen, weil der lockt halt yes. Die Gegner auch an. Order, you pay. Great. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Häuschen bauen, weil wir brauchen auf jeden Fall Arbeiter. Dann, warte mal, bevor wir das machen, machen wir jetzt erstmal eine Sägemühle. Da. Und dann basteln wir da noch einen hin. Okay, hier. Okay. Moment. Das war jetzt ein bisschen fail, ehrlichweise. Ich glaube, die splitte ich auf 2-2. Und dann gucken die sich das hier einmal an. Einmal schauen, was da so ist. Und die gucken einmal in der Umgebung hier einmal rum. Oh, nee, nicht gut. Okay, also das sind halt Gebäude von den Zombies. Schrägstrich infizierte Städte. Und wenn man die angreift, sorgt das nur für eine Sache, und zwar, dass man ziemlich auf die Fresse kriegt. Zumindest bis man eine, ich sag mal, gewisse Anzahl hat an Einheiten. Da haben wir 15. Dann wollen wir auch schon mal einen Steinbruch machen. Muss man echt immer gucken, wie man es positioniert. Dann gibt es halt hier solche Tesla-Spulen. Die braucht man, um sein bebaubares Gebiet zu erweitern. Attention. Building completed. Da muss man auch vergleichsweise gut aufpassen, wie man das baut. A new task. Die lasse ich jetzt da schon mal ein bisschen clearen. Die clearen da. It's better be good. Muss man da tatsächlich ein bisschen aufpassen.
Attention. Building completed. So. Dann kriegen wir das da besser so hin. Und da will ich auf jeden Fall noch ein zweites Sägewerk haben, weil Holz ist halt super essentiell. Attention. Building completed. Werde ich dann irgendwo da positionieren. Dann nach einer gewissen Anzahl an Bevölkerung bekommt man halt immer einen Bürgermeister und der gibt einem verschiedene Boni. Ich überlege gerade, entweder ich nehme Eisen. Ich glaube, ich würde jetzt sogar Eisen nehmen. Aldiweil, ich habe eine Radarstation und die kann ich dann reparieren. Und die Radarstation ist nämlich ziemlich nice, weil die deckt sehr viel vom Gebiet auf. Und sorgt unter anderem dafür, dass ich potenziell mehr sehe, wenn die Gegner mir zu Leibe rücken. So, ich brauche Energie. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal noch mal mehr Holz. You again. Yes. Oh, right. Wir können. Yes. Let me put an arrow in his head. Yeah. Da die Energie einmal holen tatsächlich. Roger that. My bow is ready. Are you sure? Yes. Gotcha. Yes. Okay. Yes. So. What? Great. Okay, das heißt, wir brauchen das gerade gar nicht mehr. Our forces are in danger. Oh, nicht gut. Yeah. You are gonna pay me for this, right? Okay, gotcha. You again? Yes. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie halt nicht gefangen werden. Oh Scheiße. Oh mein Gott, ernsthaft. Das ist jetzt richtig kacke. Da habe ich zweimal gerade nie aufgepasst. So, jetzt können wir nämlich schon mal gleich eine erste Verteidigungslinie bauen. Und das brauchen wir auf jeden Fall. So, die tauschen wir mal eben. Das heißt, der geht erstmal dahin. Und Deft. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Ihn packe ich auch erstmal dahin. Attention. Building completed. Die Einheiten, die leveln halt auch. Ah, 15, 14, ach, dann kann ich auch dahin positionieren. What? Yeah. So, ich brauche auf jeden Fall mehr Häuser. Da ist jetzt gerade eine Einheit von denen aufgestiegen. Hat den Vorteil, der macht jetzt mehr Schaden und der greift schneller an. Attention. Building completed. Ah, ich brauche auf jeden Fall mehr Häuser.
Die grünen Flächen, die will man eigentlich ziemlich sparen. Oh fuck. Nee. Die Gebäude haben hier so eine gelbe Anzeige. Die sagt im Endeffekt aus, ab wann ein Gebäude zombifiziert wird. Und wenn das einmal zombifiziert ist, habt ihr ein Riesenproblem. Alldieweil, da kommen ganz, ganz viele Zombies dann auf einmal raus. Und die versauen euch euren Tag. Attention. Building completed. Also das kann echt sehr eskalierend wirken. You are gonna pay me for this, right? Den sehe ich wohl. What? Oh, more orders. Attention. Building completed. So. Wir sind jetzt aber auch dauerhaft bei... Attention. Building completed. Den. Das heißt, dann machen wir hier dahin. Und dann machen wir Doppelmauer. You are gonna pay me for this, right? Great. Chase my arrows. Eddie, weil eine Mauer kann ganz schnell hinüber sein. Und deshalb mache ich lieber einmal Doppelmauer. Ich sehe hier unten. Okay. Gotcha. Whatever you say. Da. As long as you pay me. Gotcha. Die haben sich nämlich angeschlichen hier. Roger that. Okay. Solche Sachen können halt ganz schnell ganz kacke werden. Da muss man extrem drauf aufpassen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine. Und hier noch einen. Dann basteln wir das auf jeden Fall schön alles zu. Vor allen Dingen muss man auch aufpassen, wenn man die placed. Alldieweil, auch die geplaceden Sachen können von Zombies attackiert werden. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Und locken die halt auch an. Attention. Building completed. So. Stand jetzt haben wir auf jeden Fall genügend. Attention. Building completed. Stopp. Man muss halt sagen, von der vom Placement her, vom Controls her, ist das Game nicht so gut, wie man denken könnte. Ich spiele gerade mit einer Hand an den Pfeiltasten, Maus die ganze Zeit und dann... Oh fuck, ich habe nicht aufgepasst. Okay, gotcha. Nicht gut. Das ist das, was ich meine. Einmal nicht aufgepasst. Und das kann ziemlich kacke werden. Gotcha. Yes. Great. Gotcha. Just tell me what so, to do. Du bleibst mal eben hier. Perfect. Das Problem ist, die haben auf jeden Fall auch einen kleineren Agro-Radius. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Schreinerei. Damit schalten wir nämlich neue Sachen frei.
So. Wir könnten theoretisch noch einmal was holen. Ich würde aber tatsächlich einmal noch ein bisschen mehr Nahrung haben wollen. Kann ich hier sicher was placen, oder? Hier gibt es noch 15. Die erste Verteidigung machen wir auf jeden Fall schon mal relativ knapp dran. Weil das dauert nicht lange. Und dann werden wir die ersten Angriffe haben. Any orders? All attention. Building completed. Attention. Building completed. Vor allen Dingen, wir müssen da halt auch aufpassen. Da greift halt ein Zombie die ganze Zeit die Barrikade an und die Barrikaden halten nichts aus. Deshalb mache ich auch Doppelmauer. Attention. Building completed. What do you want now? Dann passt das schon mal besser. Ich glaube, ich muss aber hier auch noch eine Tesla-Spule einlegen. Do you need me? That will be easy. Okay, der ist durchgekommen. Das heißt, den holen wir da mal eben raus. This better be good. Und lassen den da mal eben clearen. Our defenses are being attacked. Dann möchten wir eine Hütte haben und auf jeden Fall eine Farm. Ich bin auch vergleichsweise sehr langsam, muss man auch echt sagen. The walls are under attack. Tell me. Understood. Are you sure? Ready and waiting. You again. They are attacking the colony defenses. What? They are trying to break through. Orders, sir. On your orders. For the colony! So, wenn man den lasse ich da und mit denen lasse ich die einmal wieder clearen. Our defenses are being attacked. Great. Oh, nee. Gotcha. Attention. Technology research finished. What do you want now? You again. Hallo? Angriff. Roger that. Man kann halt nicht placen, wenn die sehr close dran sind. Deshalb ist das ein bisschen schwierig. So, die Farm wollen wir. Und dann hätte ich gerne die Kaserne. Und dann wollen wir noch Sniper haben. Die sind nämlich schon ziemlich nice. Und können eine ganze Menge abhalten. Ups. Any orders? That will be easy. Of course, my commander. So, dann haben wir nämlich jetzt schon mal eine
vergleichsweise gute Verteidigung. Understood. Dann können wir da nämlich einen Tower machen. Dann können wir jetzt erstmal hier ein bisschen. Attention. Wo ist da? Da. Da muss man nämlich echt aufpassen. Okay. Yeah. So, wir wollen auf jeden Fall einen davon. Wir wollen Sniper auf jeden Fall gleich noch haben. Any orders? My bow and arrows are ready. Den schicken wir mal dahin. You again. So, Sniper können wir herstellen. Wir haben gerade keine Arbeiter mehr. Was das Ganze ein bisschen schwierig macht. What do you want now? So, wir werden auf jeden Fall hier relativ viele Türme basteln. Attention. Building completed. Die Leute in den Türmen leveln nämlich auch. So. Jetzt können wir nämlich sagen, dass da ein paar zu den Hütten werden, dann haben wir mehr Ressourcen. Und dann können wir hier einmal eine Farm basteln. Attention. Technology research finished. 30 Holz brauchen wir einmal. Und wir brauchen trotzdem mehr Nahrung. Deshalb müssen wir noch eine Episode hier gerade einmal abwarten. So, was nehmen wir denn? 64, das ist super. So, mit dem Rest können wir hier erstmal die Defensive verstärken. Das ist halt das Doofe. Drei Mauern sind halt nicht erlaubt, aber man kann sich damit einem Turm dann aushelfen. Trotzdem ist das Ding halt ein Schwachpunkt. Müssen wir halt im Kopf haben. A new task. Gotcha. Und hier ist es, glaube ich, jetzt erstmal am kritischsten, weil wenn ich da was positioniere, wird durch die Reichweitenerhöhung auf jeden Fall da einer rauf können. Also, beziehungsweise werden die auf jeden Fall da angreifen. They are attacking the colony defenses. Ich brauche Energie, das heißt, ich brauche eine Mühle. You again. Whatever you say, as long as you pay me. Gotcha. They are trying to break through. Weapons ready. Yes, tell me what to kill. Dozens of infected are near the colony. They are approaching from the east. Okay, so jetzt kommen nämlich die ersten.
wo es dann schon ein bisschen schwieriger wird. Sniper haben halt mehrere Vor- und Nachteile. Großer Vorteil ist natürlich, die haben extreme Reichweite und sind extrem stark. Die One-Shotten sehr, 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 sehr viel. Sniper is ready. Last night I dreamt of brains exploding. Die kommen von da, das heißt, ich werde den auf jeden Fall dann da drauf packen. So tired. Last night was amazing. Die werde ich erstmal dagegen hinpacken. My bow and arrows are ready. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Mir fehlt Energie. What? My bow and arrows are ready. Ich kann jetzt eigentlich. Weil. Ah, doch, eigentlich schon, ne? Ah, okay, never mind. Oh, das ist nicht gut. You are gonna pay me for this, right? Do you need me? Tell me. Yes, tell me what to kill. So. Müssen wir da einmal ein bisschen anders aushelfen. Death, lovely death. A new task. Whatever you say, as long as you pay me. Okay. You order, you pay. So, okay. Da habe ich halt den Fehler gemacht. Ich dachte tatsächlich, das wären Arbeitskräfte. Sind es aber gar nicht. Das heißt, ich pausiere hier einmal kurz ein Dingen. Und positioniere hier einmal eine Mühle. Better be good. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Da, da und auf jeden Fall. My bow is ready. Are you sure? Hier. Muss sagen, ich mag halt die Bogenschützen. Wer ihn jetzt gewundert? Sehr. Building completed. Einziger Nachteil ist halt, die sind nicht so super stark. Also die fallen im Late Game extremst ab.
Und ab da fängt es halt dann an, kritisch zu werden, sage ich mal. So, wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Häuser. Oh Gott, was ist denn da passiert? Last night was amazing. Den einmal raus und den einmal da rein. Den muss da auf jeden Fall einmal clearen. Das ist halt das, was ich meine. Da wird es ein bisschen schwierig. Attention. Building completed. Sniper is ready. Just give me something to shoot. Attention. Slow. Building completed. Our defenses are being attacked. Das geht da noch. Muss hier auf jeden Fall, sobald wie es geht, wieder neue Dinger herziehen. Manches Mal blockiert das so wie da. Das heißt, da wird es nochmal ein bisschen schwieriger. A new task. You again. So, die vier kommen da einfach mal in den Tower. Yes, tell me what to kill. My bow and arrows are ready. Here we go again. Okay, so, dann können wir einmal weiterbauen. Ich muss sagen, ich bin hier relativ konzentriert bei. Ich könnte es mir tatsächlich ein bisschen einfacher machen, indem ich sage, ich pausiere das Game. Das geht, also ich könnte hier auf Leertaste drücken, dann wäre das pausiert. Aber das fände ich schon ein bisschen lame, deshalb will ich das nicht machen. Aber die Möglichkeit gäbe es. Dadurch würde es auf jeden Fall einiges einfacher werden. Wenn man da deutlich besser planen kann und hat nicht so viel auf einmal zu tun. Und ich muss auf jeden Fall bald dann mal Richtung Platzerweiterung gehen. Und ich brauche auf jeden Fall Eisen. Das heißt, ich muss eher hier ein bisschen clearen oder in die Richtung clearen. What do you want now? Attention. Building completed. My bow and arrows are ready. So, das heißt, die fangen jetzt schon mal an, einmal in die Richtung einmal zu clearen. Yeah. Okay.
Dann mache ich noch eine Farm. Einmal da. You again. Roger that. Okay. Pfähle möchte ich auf jeden Fall haben. Da können wir noch ein Haus hinsetzen und hier können wir, glaube ich, dann noch ein paar Häuser hinsetzen. Attention. Building completed. Den Steinmetz brauchen wir auf jeden Fall dann auch noch. Ich meine, wir können eigentlich gerade nur einmal sagen, ihr da einmal raus. Dann sammeln wir mal kurz das Zeug ein. Und dann geht ihr da einmal wieder rein. Weil dann kann ich ein paar mehr Sniper machen. Und die sind absolut worth it. So, Energie fehlt mir auf jeden Fall. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal erweitern. Sniper is ready. Also ich positioniere jetzt erstmal überall einmal einen Sniper. Weil dadurch kann ich dann meine ganzen Bogenschützen nehmen und die erstmal als, ich sag mal, Einsatztruppe für ausnehmen zum Erweitern vom Gebiet. Ich bin nämlich auch schon bei Tag 25 und ich häng ziemlich hinterher. So, Steinmetz brauchen wir auf jeden Fall dann als nächstes. Da ist auch einer drauf. Großer Steinbruch. Oh, 10%. Das ist sehr gut. Dann kannst du dich nämlich da schon anschließen. Du gehst dahin. What? Great. Zwischendurch gibt es nämlich ja auch so Special Zombies, weil die Zombies sind nicht gleich Zombies. Es gibt die normalen infizierten Kolonisten, dann gibt es hier solche infizierten Anführer, die einfach mehr haushalten und stärker sind. Dann gibt es noch so frisch Infizierte, die sind schnell und stark. Und dann gibt es hinterher noch so richtige Kolosse, also das ist halt nicht ohne. Yes, give me something to shoot. So, du gehst dahin. Dann passt das alles so schon mal besser. Ich weiß actually nicht, wie lange ich überleben werde. Das werden wir auf jeden Fall dann einmal soweit austesten. Are you sure? A new task. I hope you're not wasting my time. Also mindestens Tag 60 will ich schaffen. What do you want now? Sonst ist das ein bisschen bitter. Yes, give me something to shoot.
What's up? Any infected around? Okay. So, dann könnt ihr auch nämlich dahin. Machen wir noch ein paar. Weil hier muss ich auch noch zwei positionieren. Weil eigentlich brauche ich nur einen. Dann machen wir lieber dafür dann noch einen davon. This better be good. Gotcha. Whatever you say. As long as you pay me. Gotcha. Sniper is ready. Tell me your darkest thoughts. A new task. Whatever you say. As long as you pay me. You call that a plan? So, die clearen hier auf jeden Fall gerade mal. Great. Reporting for duty. Mit denen habe ich es auf jeden Fall schon mal gerade ein bisschen besser. Die clearen hier jetzt wunderschön und schnell. Und dann werde ich mir hier diese Siedlung einmal einverleiben. You order, you pay. At your service. Dozens of infected are near the colony. Here we go again. They are approaching from the north. Okay, also die werden von hier kommen. Yes. Is that all? So boring. Gotcha. Great. You order, you pay. Ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Great idea. No, I'm just kidding. Da, wie man sieht, kommen da super viele Einheiten raus. Okay, yeah. Deshalb muss man da echt aufpassen. Is everything okay? Yes, tell me. But be quick. Okay, gotcha. Roger that. Was ich auf jeden Fall jetzt gleich einmal mache, ist... Oh, ne, nein. Ich will nicht die eigenen Sachen angreifen hier. Ist, dass ich die benutze, um da wieder mitzudeffen. Reporting for duty. Just tell me what to do. On your orders. Okay, sehr gut. Das haben wir auch gedefft. Aber wir müssen hier einmal neu placen. You again? Yeah. Reporting for duty. Das heißt, den haben wir da auch hin. Commander? Come on. Hatte ich den auf den oder all den? Ne, den. Okay. This better be good. Roger that. So, jetzt heißt es dann schon mal Erweiterung vorausplanen. Dann haben wir auf jeden Fall eine sehr solide Defensive schon. Attention. Building completed. Reporting for duty. Anstatt Jens läuft es auf jeden Fall. Okay.
Müssen wir halt gucken, dass da jetzt nicht nochmal so eine Horde rauskommt. Die halten zwar ein paar Hits aus, die Einheiten, aber die sind nicht ultra stark. Reporting for duty. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Attention. Technology research finished. Okay, da sieht das schon mal auf jeden Fall sehr gut aus. Yeah, sounds interesting. Lassen wir mal hier so ein bisschen näher kommen. Okay. Great. Gotcha. Whatever you say. They are trying to break through. Tell me. Kriegst du mal mehr Def? Und dann können wir hier nämlich gleich noch ein bisschen weiter ausbauen. Oh fuck! Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Commander? Sowas ist halt sehr bitter. Building completed. Whatever you say, as long as you pay me. Yeah. Dann ein Steinbruch. Von denen und da gucken wir einmal, dass wir die noch mal erweitern. Great. Attention. Building completed. Gotcha. Roger that. Great. Attention. Building completed. You order? Your arrows are ready. Okay. Great. So. You call that a plan? Attention. Building completed. Yeah, yes, great. Okay. Dann haben wir da gleich kein Problem mehr. My bow and arrows are ready. What do you want now? So, den positioniere ich schon mal da, den positioniere ich schon mal da. Are you sure? My bow and arrows are ready. Roger that. Great. Ja, Leute, ihr dürft auch die Einheiten erst fokussieren. Sure? You are gonna pay me for this, right? What? Roger that. Gotcha. Are you sure? Sounds interesting. It could be worse. So, dann können wir nämlich My bow and arrows are ready. Gleich einmal noch ein bisschen. Oh fuck! You are gonna pay me for this, right? Roger that. Sounds interesting. It could be worse. Are you sure? Gotcha. Great. Roger that. Yes. Great. Ja, man sollte da schon ein bisschen aufpassen. Gotcha. Great. Zum Siedlungsclearen sind halt die Soldaten halt deutlich besser. Deshalb werde ich die auf jeden Fall als nächstes jetzt benutzen. Attention. Building completed. Ich brauche auf jeden Fall nochmal eine Farm. You are gonna pay me for this, right? Whatever you say. As long as you pay me. So, jetzt haben wir nämlich auf jeden Fall nochmal massiv Platz bekommen.
Und das werden wir auf jeden Fall richtig ausnutzen. Und vor allen Dingen Grünflächen, die sind halt ultra worth it. What? Yeah. Yes. You are gonna pay me for this, right? Yeah. What? Attention. Roger that. Building completed. So, die lasse ich erstmal noch da liegen. Okay. IDY Lager ist gleich voll. Yes. Yeah. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Let's go. So, jetzt machen wir einmal hier eine Doppelschleuse hin. Auf jeden Fall die Hütte schon mal wieder positionieren. What? Okay, great. Great idea. No, I'm just kidding. Attention. Building completed. Attention. Building completed. So, dann können wir hier Attention. Building completed. Schon mal die Türme positionieren. You are gonna pay me for this, right? You order, you pay. Great. Roger that. Are you sure? Okay, let's do this. Ich will eher hier unten den Kreis erstmal schließen. This better be good. Oh, ups. Egal. Geht. Gotcha. Building completed. Roger that. You call that a plan? Are you sure? Yeah. Gotcha. Dann können wir nämlich das einmal so machen. Dann haben wir jetzt immer ein größeres, safer Area. Das ist sehr gut, dass da Batterien sind. Die nehmen wir gleich. Dann können nämlich die jetzt so langsam mal da runterrücken. Schon mal da positionieren. Dann machen wir da einmal nochmal wieder eine Doppelschleuse.
tell me. So, Holz können wir hier aufsammeln. Das heißt, wir bauen jetzt hier dann noch eine Lagerhalle. Und dann wird es auf jeden Fall noch ein Steinmetz geben. This better be good. Are you sure? You call that a plan? Ready and waiting. Come on, hoarding for duty. That will be easy. Zwanzig Arbeiter brauchen wir. They are attacking the colony defenses. A new task. Tell me. For the colony! They are trying to break through. Our defenses are being attacked. Any orders? For the humans! Oh, nicht gut. Is everything okay? Attention. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Reporting for duty. Is everything okay? Great idea, sir. All right. The walls are under attack. What? Are you sure? Roger that. Als ob da gerade so eine Meute kommt. For the colony! You are gonna pay me for this, right? Yes. Are you sure? Roger that. Oh, more orders. Great idea. No. Oh, da ist auch so eine Harpie. They are attacking the colony defenses. Es wird nämlich jetzt zunehmend schwerer. What? Okay. A new task. Roger that. So, deshalb konnte ich nicht bauen. You again. You call that a plan? Reporting for duty. Da. This better be good. Okay. Roger that. Great. Okay. What? Dann machen wir da jetzt einfach eine Triple Schleuse hin. Dozens of infected are near the colony. They are approaching from the north. Die werden von da kommen, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall deffen. Sounds interesting. It could be worse. This better be good. Yeah, great. What do you want now? I need to kill something. So, die werden da reingehen. Sollte ich hinkriegen mit denen? You are gonna pay me for this, right? Do you need me?
Who do you want me to punish? All right. Okay, wunderbar. Haben wir auch geklärt. Orders, sir. Come on. Commander? Okay, wir brauchen wieder Nahrung, aber das ist gar kein Problem. Wir haben ja hier genug. Whatever you say, as long as you pay me. So, den können wir da lassen. Euch ziehen wir auch ab. Euch ziehen wir auch ab. Du gehst dahin und du gehst dahin. Any orders? Perfect. Attention. Building completed. So, dann habe ich nämlich hier schon mal eine ziemlich krasse Soldatenlinie. Tell me your darkest thoughts. Wo geht denn er her? Oh. Oh. Das ist mal eine krasse Schneise. Gut, dass ich die nicht übersehen habe, ey. Commander? Also bisher schon, aber hätte halt noch schlimmer sein können. So, dann klären wir mit denen. You are gonna pay me for this, right? Attention. Death. Building completed. Attention. Building completed. At your service. Understood. Attention. Building completed. Are there other units to bother? Sniper is ready. Okay, but it's gonna cost you double. So, die sollten das auf jeden Fall zusammen alle clearen können. Who do you want me to punish? Is everything okay? On your orders. Sniper is ready. All the way. Tell me your darkest thoughts. It looked. So, die Tesla-Spule ist auch ready. Das heißt, da bauen wir jetzt noch eine hin. Und da bauen wir jetzt noch eine hin. Orders, sir. Sniper is ready. Great. Yeah, gotcha. Die positionieren wir mal da. Waiting on orders. Du passt noch einmal ein bisschen mehr auf. Dann erweitern wir hier einmal. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Oh, hier nochmal Double Door.
Und dann gehen wir da einmal so runter. This better be good. Whatever you say, as long as you pay me. Let's go. Den greifen wir da einmal an. Death, lovely death. All right. Dann passt das nämlich jetzt. Dann haben wir hier noch eine Double Action. Our defenses are being attacked. Commander? That will be easy. On your orders. Perfect. Attention. Building completed. Waiting on orders. Jo, die klären das ja auf jeden Fall jetzt gerade sehr gut. Die Bogenschützen haben halt ein bisschen mehr Reichweite als die Soldaten. Dann passt das hier jetzt gleich gut. Das heißt, Hauptproblem ist gerade dann noch die Ecke. Attention. Building complete. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Understood. Do you need me? Let's go. So, wir brauchen dann noch ein bisschen mehr, um den Ding zu bauen. Nicht denn da den Steinmetz. Brauchen wir noch mal ein bisschen Energie. Tell me what to do. On your orders. Perfect. Faster than my bow. Come on. Of course, my commander. Da und da. Das heißt, da positionieren wir jetzt auch noch welche. Ein Sniper brauchen wir auf jeden Fall noch. Building completed. Any orders? Let me put an arrow in his head. All the way. Of course. Sehr schön. My commander. Dann haben wir das jetzt auch alles geklärt. Okay, dann haben wir eine gute Defensive. Machen wir noch eine Farm. Wir hier noch was im Marktplatz können wir tatsächlich machen.
Und da war auch noch einer. You again. What? All right. Dann understood. Packen wir die nämlich da mal dahin. Ready and waiting. You again. Yeah. Okay. Aber mit Tag 48 würde ich jetzt sagen, dann habt ihr schon mal einen Einblick bekommen, wie es aussieht bei dem Game. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, adios und ciao.